TV. Deine Stadt im Überblick. Hallo Leute! Die heutige Sendung widmen wir einer bekannten Hörspielproduzentin, die sicher jeder von euch kennt: Heike Dine Körting. Heike Dine hat über 2000 Hörspiele produziert, darunter Klassiker wie die drei Fragezeichen, TKKG und 5 Freunde. Ihr wurden über 180 goldene und mehrere Platin-Schallplatten verliehen und seit 1985 ist Heike Dine sogar im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt. Die erste Folge der beliebten Hörspielreihe, die drei Fragezeichen, erschien am 12. Oktober im Jahr 1979 und somit wird die Detektivbande in diesem Jahr 40 Jahre alt. Am 19. Juli erscheint die 200. Folge die drei Fragezeichen Feuriges Auge. Zu diesem Anlass haben wir Heike Dine in ihrem Hörspielstudio in Hamburg besucht und sie mit Fragen über die berühmte erste Folge der drei Fragezeichen durchlöchert, sprechen über die 40-jährige Geschichte der Serie und den kommenden Jubiläumsfall. Schon gespannt? Dann viel Spaß bei unserem Jubiläumsspecial der drei Fragezeichen. Yeah. Jutz TV, deine Stadt im Überblick. Oliver Rohrbeck als Justus Jonas, Andreas Fröhlich als Bob Andrews und Jens Wawrzyczek als Peter Shaw sehen wir das Team bei den Aufnahmen zu ihrem 200. Fall Feuriges Auge. Wie alles anfing und viele Stationen aus 40 Jahren der Fragezeichen hören wir nun von der Frau, die für all das verantwortlich ist und seitdem immer am Mischpult Regie geführt hat. Hi Frau Körting, schön, dass wir Sie heute hier in Ihrem Studio begrüßen können. In diesem Raum sind hunderte, wenn nicht tausende Hörspiele entstanden. Denn wir dürfen heute mit Ihnen über die erfolgreichste Hörspielreihe der Welt reden, denn ein Jubiläum steht an, die 200. Folge der drei Fragezeichen. Fangen wir aber erstmal bei den Anfängen an. Wie sind Sie vom Beruf der Rechtsanwältin zum Beruf der Hörspielproduzentin gekommen? Also ich sage immer, die Hörspielproduzentin ist kein Beruf von mir, sondern ist mein Hobby, meine Lust, meine Freude. Während des Studiums hatte ich bisschen verdienen müssen, Geld verdienen müssen, um mein Studium mitzufinanzieren und habe alles Mögliche gemacht, alles, was man sich so vorstellen kann, Ausfahrer für Apotheke und Übersetzer und Nachhilfeunterricht und unter anderem aber auch, habe ich schon immer auch als Kind sehr viel geschrieben und hatte den Herrn Beuermann kennengelernt und habe ihm dann gebeten, ob ich nicht auch mal eins von den Geschichten oder eine von den Geschichten, Märchen umschreiben durfte für Hörspiele. Und so kam das eigentlich so sukzessive, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und hat es mir furchtbar viel Freude gemacht und habe ich nebeneinander beides gemacht. Von Beruf bin ich nach wie vor Rechtsanwältin. Welche Vorbereitungen und Unterstützungen hatten Sie bei Ihrem ersten selbstproduzierten Hörspiel? Also beim ersten Hörspiel hatte ich insofern etwas Unterstützung, als dass ich vorher abgucken konnte, wie die anderen das gemacht haben. Hella von der Osten, eine Freundin inzwischen auch von mir, war seinerzeit schon hier, vor ein Jahr vorher. Und dann gab es Konrad Halver, auch ein sehr guter Regisseur. Und mein später gewordener Mann, der war sowieso einer, der immer sagte, nun mach mal einfach, nun mach mal einfach. Also so furchtbar viel wurde mir nicht gezeigt. Ich habe eine ganze Menge mir einfach abgeguckt. Insbesondere habe ich immer sehr gerne den Ton selber gesteuert, weil ich unheimlich liebe, den Partner, also den Schauspieler, richtig vis-à-vis zu haben. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen das nachgemacht und Schauspieler hatte ich auch schon selber gekannt und habe ich mir eigentlich so fast alles selber angearbeitet. Okay, und seit wann sind Sie in diesem Studio und haben Sie die ersten drei Fragezeichen-Folgen auch schon hier aufgenommen? Ja, die ersten drei Fragezeichen-Folgen oder beziehungsweise die allererste habe ich vor genau 40 Jahren aufgenommen. Man glaubt es ja wohl kaum. Es ist das gleiche Studio, also fast das gleiche Studio wie dieses. Das war allerdings damals in der Agnesstraße in Hamburg. Und vor 30 Jahren sind wir dann hierher gezogen, haben aber das Studio eigentlich so 1:1 fast mit übernommen. Den Tisch und alles so, ist wie eh und je. Da, wo du jetzt sitzt, sitzt zum Beispiel immer Andreas. Hier, wo ich sitze, sitzt Jens und da drüben sitzt Justus Jonas, also Oliver. Das ist eine Reihenfolge oder eine Anordnung, die wir jetzt seit genau 40 Jahren haben. Dann schauen wir den drei Sprechern bei ihrer Arbeit über die Schulter. Nase gestrichen voll. Wir stolpern hier durch die Gänge einer verlassenen Quecksilbermine, anstatt in Rocky Beach am Strand zu liegen. Was versprichst du dir denn davon? Beruhige dich, Peter. Es kann nicht mehr weit sein. Das ist mir egal. Okay, und was ist für Sie als Regisseurin besonders wichtig? Und woran machen Sie fest, dass seine Stimme besonders ist? Also,
was für mich besonders wichtig ist, ist natürlich erst einmal, und das ist eigentlich vor allen Sachen das Allerwichtigste, dass man ein gutes Buch hat, dass man etwas Tolles hat, was man dann umarbeiten kann für ein Hörspiel. Und da war es eben so, als mir das erste Buch, die drei Fragezeichen, in die Hände fiel und ich das las, das war der Superpapagei damals, da war ich gleich derartig begeistert und habe gedacht, das ist wunderbar, das ist so gut geeignet für eine Reihe. Wir hatten ja vorher schon 5 Freunde gemacht und dann Hani Nani. Aber bei den drei Fragezeichen wusste ich schon, dass es etwas sehr Besonderes ist. Okay, und wie viel Zeit ist vergangen, bis Sie die erste Folge richtig produziert haben? Also weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Das ging dann eigentlich relativ flott. Das war bloß, also mindestens 2 Jahre hat es gedauert, bis wir überhaupt die Rechte kriegen konnten. Aber als die dann da waren, da hatten wir dann den Autoren Francis, also H.G. Francis, der das Buch umschreiben konnte in ein Hörspielmanuskript. Und dann ging es auch ziemlich rasch, dass ich die drei Jungs kannte. Ich kannte die zwei. Jens kannte ich schon und Oliver kannte ich auch. Nur Andreas ist über die Mutter von Oliver zu mir gekommen, weil die so ein Casting hatte für Kinder. Okay, in der ersten Hörspielfolge der Superpapagei geht es um die drei Detektive, die einen entflohenen Papagei suchen. Doch bei diesem Fall blieb es zum Glück nicht. Wie ist es zu dieser Konstellation der Sprecher gekommen und wer ist die Person, die auf diese aufmerksam geworden ist? Ja, also die drei Fragezeichen, die hatte ich, wie gesagt, ich kannte Jens schon länger vom Rundfunk hier in Hamburg. Da hat er auch schon Hörspiele viel gemacht im Rundfunk als Kleiner und bei mir auch verschiedene Märchensachen aufgenommen. Mit Oliver Rohrbeck habe ich auch schon, damals war er bei den 5 Freunden, der Serie der 5 Freunde, war er auch schon mal die Hauptperson. Ich wusste schon, wie er ist und agiert und beim Lesen der Manuskripte war mir klar, das ist der typische Justus Jonas, der schnell in Entscheidungen ist, klug. Außerdem war er ein brillanter Leser. Ich glaube, er hatte mal den besten Preis gewonnen in Deutschland als bester Vorleser oder so. Naja, da fehlte dann auch praktisch nur noch der Dritte. Und das war eben, da hatte ich eben über die Mutti von Oliver, Ute Rohrbeck ist die Tochter. Aber über Frau Rohrbeck hatte ich dann die Möglichkeit, andere kennenzulernen und da war eben Andreas Fröhlich geradezu ideal und wichtig vor allen Dingen, weil das finde ich überhaupt das ganz, ganz wichtig, dass wenn eben drei miteinander spielen, dass die alle so unterschiedlich sind, dass sie auf Anhieb an einem Wort erkennbar ist, jetzt spricht der und von der Art und Weise ist es eben ganz wunderbar, passen die so toll zusammen. Okay, war es denn von Anfang an klar, dass man alle amerikanischen Vorlagen vertont? Nein, das hatte man sich im Leben nicht vorstellen können, dass wir jetzt mal heute nach 40 Jahren mit immer den gleichen Sprechern, mit immer allen auch Nebensprechern, ist ja nun leider jetzt der Skinny Norris nicht mehr und mein eigener Mann ja auch, Onkel Titus, aber sonst sind ja eigentlich noch alle immer dabei, Tante Mathilda, wunderbar mit ihrem Kirschkuchen, aber ich denke mal, das hat keiner auch prophezeien können. Man fragt sich jetzt manchmal auch, wie kann es überhaupt sein? Aber es ist halt so und ich freue mich natürlich darüber. Okay, zur Anfangszeit des Hörspiels war Alfred Hitchcock doch der erfolgreichste Regisseur der Welt. Wie war es schwierig, ihn als Person einzubinden? Nein, also ich konnte mit ihm persönlich leider keinen Kontakt haben. Wir haben dann also als der Hitchcock, der ja in den ersten Büchern noch immer eine Rolle spielt, wenn die Jungs ihn im Büro besuchen und er dann den Morten mal losschickt mit dem schönen Auto, mit dem Rolls-Royce. Aber das war eben dann personifiziert durch den wunderbaren Schauspieler Peter Pasetti. Das war dann praktisch unser Hitchcock. Nicht? Aber mit dem echten Hitchcock habe ich leider überhaupt nicht selber irgendwie Kontakt haben dürfen. Okay, und wie wichtig war Pasetti für das gesamte Ensemble? Ganz, ganz besonders wichtig. Also der hat ja einfach diese hinreißende Stimme. Was Diabolisches zum einen, aber auch sehr, sehr besonders, unverwechselbar. Ich denke, das war schon sehr wichtig, obwohl dann, als er nun nicht mehr konnte, nicht mehr war, haben wir auch die anderen, die das dann eben zum Beispiel auch Thomas Fritsch, der es ja ganz viele Jahre gemacht hat, bis er dann eben auch leider ein bisschen krank wurde und nicht mehr so gut sprechen konnte und wollte. Und jetzt mit Axel Milberg haben wir auch wieder jemand Tolles gefunden. Aber eben der Anfang, ich denke, das war schon erstmal das Wichtigste, um das Fundament dafür zu legen.
Okay, ein weiterer prominenter Schauspieler mit Wiedererkennungswert und festes Mitglied in Rocky Beach ist Horst Frank. Was mochte er an seiner Rolle des Kommissar Reynolds und an der Reihe? Also er liebte die Bücher auch, weil sie einfach klasse sind, sind gut gemacht. Er hat ja sowas wie, lässt ja viel Fantasie frei, weil die eben nicht so gebunden sind. Er muss nicht erklärt werden, dass die Eltern ihnen jetzt das erlauben oder Urlaub geben. Und dann spielt das Ganze in den USA. Und Horst Frank war ja eben sowieso ein super guter Schauspieler, guter Sprecher. Und allen Sprechern hat es eben sehr viel Freude gemacht, dass die Aufmerksamkeit von den Kindern so groß war. Viel mehr als bei irgendeinem Bühnenstück oder beim Film. Also das hat sich ja dadurch auch dokumentiert, dass die Fanpost ohne Ende kriegten. Und auch Peter Pasetti, der zu Anfang gar nicht so einfach war, für mich einzufangen, der schwärmte nachher, wenn er in München durch die Kaufinger Straße ging. Und da waren 8 oder 10 Meter mitten auf der Straße die Schallplatten 3 Fragezeichen, die ja auch die tollen Cover haben. Also ich würde mal sagen, ganz viel gehört auch die Übersetzung von Kosmos dazu. Aus den 3 Jungs, aus den The 3 Investigators, diese 3 Fragezeichen zu machen. Und dann von Al Garash die fantastischen Hüllen. Die sind ja heute noch richtig aktuell und gut. Zuletzt gibt es noch eine weitere wichtige Figur im Fragezeichen-Universum, die in den meisten Fällen dabei ist und denen Sie Ihre Stimme geliehen haben, und zwar Blackie. Sie hätten ja auch in den Tierpark fahren können, um einen echten Papagei aufzuzeichnen. Sie haben sich da aber dafür entschieden, selber einen berühmten Vogel zu sprechen. Was macht Ihnen so Spaß an Blackie? Es macht einfach unheimlich Spaß, dabei zu sein. Das ist ja so, wie Hitchcock beispielsweise in seinen Filmen immer eine Kleinigkeit gemacht hat. Irgendwo kommt er immer vor. Und so war das für mich natürlich auch ganz schön, aktiv mitzuspielen. Und es ist ja so, wenn Sie jetzt einen Papagei im Tierpark aufnehmen, dann werden Sie ihn ja ganz selten solo so kriegen und mit den Worten, die man nun gerade braucht. Am Anfang hat er ja auch mal ab und zu was Wichtigeres zu sagen gehabt. Jetzt sage ich ja eigentlich im Wesentlichen nur Telefon, Telefon oder ab, 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 ab oder was mache ich noch? Tante Mathildas Kirschkuchen, das kann ich noch sagen, so ein paar Sachen oder Tür zu. Aber es macht einfach Freude, dabei zu sein, aktiv. Gehen wir nun bitte an den Platz, von dem Sie aus Regie führen und die Aufnahmen machen. Jetzt kommt die Werbung. Jutz TV, deine Stadt im Überblick. Den ersten Teil unseres Interviews führten wir in der Sprecherkabine. Heike Dine Stammplatz befindet sich aber am Regiepult und da geht das Interview jetzt für euch weiter. Hier sitzen Sie bei jeder Produktion. Wie sieht Ihre Arbeit aus? Also, wenn ich hier sitze, dann muss ich mich natürlich erstmal umdrehen. Komme ich von der anderen Seite. Also hier sitze ich, habe ich mein Manuskript, alles vorbereitet schön und habe jetzt also dann zum Beispiel, sagen wir mal, 6 Schauspieler, dann habe ich vorher vorbereitet die 6 Mikrofone und auch die Lautstärken und alles eingestellt und dann geht's eben los über Mikrofon, kann ich nach drüben ansagen. Dann sage ich so, bitteschön, dann machen wir mal die 3 Fragezeichen, 200. Fangen wir bitte mal gleich auf der ersten Seite an. Wir sind in der Zentrale und dann sage ich, nun bitte machen wir mal eine Probe. So, jetzt kann ich mich wieder umdrehen zu dir, zur anderen Seite. Dazu mache ich natürlich dann hier auch die Maschinen an. Ich bin ja immer noch eine Freundin von Freundin von digital auch natürlich, aber analog liebe ich immer noch am allermeisten. Ich finde, das hat so eine schöne Wärme und außerdem kann es auch, sagen wir, manches verkraften, was Digitales nicht kann. Wenn man zum Beispiel mal schreit und überschreit, dann würde das beim Digitalen ja zerhackt sein, dann wirst du nur noch hören oder so. Hier wird es dann vielleicht ein bisschen strutzen, so, ne? Aber die Sprache wäre drauf. Also das ist, dann mache ich die Maschine an,
wenn ich merke, wir proben das vielleicht ein, zwei, dreimal durch, je nachdem, wie schwierig die Szene ist. Auch, es liegt nicht nur immer an den Sprechern, sondern auch manchmal an mir, wenn ich da Probleme haben muss, wenn die also zum Beispiel auf der einen Seite ganz leise angeschlichen kommen und dann auf der anderen Seite jetzt plötzlich dann schreien, Justus oder so, oder Tante Mathilda kommt und so, wo bist du denn schon wieder oder so, nicht? Dann muss ich eben vorher das also ein bisschen ausprobieren, dass das Mikrofon das auch verkraftet. Und das ist eigentlich so meine Arbeit. Dann höre ich zu. Ich habe grundsätzlich eigentlich alles nur wunderbare Schauspieler, gute Könner und bin nicht so sehr eine, die Regie in dem Sinne macht, dass ich es vormache, wie ich möchte. Das ist, ich würde höchstens dann eher sagen, so, also das war schon mal ganz schön, aber jetzt machen wir das vielleicht noch mal ein bisschen flotter, ein bisschen schneller oder ein bisschen spannender und greife eigentlich nur ein, wenn echte Fehler sind. Bei 40 Jahren Erfahrung am Mikro kommen den drei Detektiven so schnell keine Fehler unter. Da hinten sind Buchstaben in den Felsen eingeritzt. Ha, seht ihr? Ich leuchte mal mit der Öllampe. Ja, mach mal. Kannst du was erkennen, Peter? Justus, Peter und Bob wohnen in Rocky Beach, einem fiktiven Ort zwischen Los Angeles und Santa Barbara. Haben Sie mal vor Ort recherchiert, um das Feeling für die Gegend zu bekommen und somit die Hörerschaft Amerika hörbar zu machen? Geht das am besten von diesem Platz aus? Nee, das geht direkt von da, von Santa Barbara. Ich bin da also auch schon rübergefahren. Natürlich konnte man das nur nicht richtig finden, Rocky Beach, aber die Art natürlich. Und da habe ich auch eine ganze Menge Aufnahmen gemacht. Also ich bin ja früher sowieso immer mit einem Geräuschegerät rumgelaufen, mit einer Nagra oder mit irgendwas, was später, musste man ja nicht mehr so ein schweres Ding mitschleppen. Aber da war ich Santa Barbara und die Küste lang bin ich mit meinem Mann, Onkel Titus Jonas, auch rumgefahren und haben wir auch so Meeresaufnahmen gemacht mit Möwen und natürlich auch immer diese in Amerika furchtbar viel heulenden Alarmsirenen und so. Also ich habe mich schon auf den Weg gemacht zu gucken, wie ist wohl der Hintergrund. Hörspiele leben von einer lebendigen Atmosphäre. Dazu werden viele Geräusche benötigt, welche spontan in der Kabine aufgenommen werden. Hunderte dieser Requisiten hat Heike Diene in ihrer Geräuschekammer aufbewahrt und zeigt uns einige ihrer Schätzchen. Wie viele Geräusche stecken denn ungefähr in einem 3-Fragezeichen-Hörspiel? Also ganz generell an Geräuschen, die wir zusätzlich machen müssen, ob es nun gerade ein Überfall ist oder Treppe runterrennen in einer bestimmten Art und Weise, denke ich mal, sind immer so 80 bis 100 Geräusche zusätzlich vorzubereiten. Wobei wir natürlich zusätzlich dann natürlich die ganzen Atmosphären und sowas haben wir auf CDs oder auch im Computer drin. Die haben wir noch außerdem. Also ich würde mal sagen, wenn man das nochmal dazu zählt, hat man so im Nutzen so 200 bis 300 Geräusche, die man braucht. Und was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten? Also die wichtigsten sind natürlich doch die, warum unsere Hörspiele überhaupt so erfolgreich wurden. Ich meine, dass die Tatsache, dass wir eben nicht alles durch einen Erzähler machen lassen, sondern versuchen, alles aktiv durchzuspielen, ein bisschen wie ein Film, sind die Sachen, die jetzt speziell unter die Geräusche, unter die Sprecher gelegt werden müssen, die sind besonders wichtig und die sind auch besonders schwierig zu machen. Also wenn man im Film zum Beispiel eben einen Geräuschemacher sieht, die können das ja fantastisch und fabelhaft. Bloß wenn man das zum Wort nur hat, dann ist es sehr viel komplizierter, das so zu bringen, dass es wirklich so Augen zu, Ohren auf, Film ab passiert. Also das ist schon sehr aufwendig. Die Wohnwagentür aus den Hörspielen, ist das eine echte Wohnwagentür? Ja, das war eine echte Wohnwagentür damals und die haben wir auch in verschiedenen Versionen aufgenommen und die nehmen wir natürlich immer wieder. Die nehmen wir, letztlich haben wir ein paar Varianten davon, aber da können wir natürlich die immer wieder nehmen. So haben wir die sogenannten Standardgeräusche, eben wie den Schrottplatz, wo manche sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, nach 40 Jahren immer noch mit der gleichen Säge. Aber das ist eben das Wiedererkennung, der Wiedererkennungswert und das ist auch der Freude daran. Oder eben das Telefonklingeln, sie haben ja immer noch ihr altes Telefon hier, nicht? Das von ganz früher oder ich selber als Papagei bin ja auch in meinem Käfig und mache einige Krächzer nicht immer neu oder der Peilsender. Es gibt so ein paar Sachen, die haben wir im Standard eben vorbereitet und die werden auch immer dafür gebraucht.
Okay, Sie haben mit vielen, wenn nicht sogar allen Hörspielgrößen, Sprechern oder besser gesagt Schauspielern zusammengearbeitet. Ja. Wenn man die alten Huibu-Hörspiele zum Beispiel nimmt, glaubt man, dass Hans Clarin sei wie wild durchs Studio gesprungen. So enthusiastisch hat er seine Geisterrolle eingesprochen. Woran erinnern Sie sich bei den Aufnahmen zu Huibu? Also da erinnere ich mich natürlich an Hans Clarin, der in so wiefer, wie du schon sagtest, eben herumgesprungen ist. Dem haben wir natürlich die Kette von Huibu. Habe ich ihn am Hals gehängt und er war ja auch gut Sports und machte dann auch mit. Ne? Und wenn wir dann am Sprechen, er ist also, durfte ja nie, das ist ja auch immer das Problem, wenn wir mit Schauspielern arbeiten vor Mikrofon, dann dürfen die nicht einfach mal aufspringen und irgendwo hingehen, denn das kennst du ja, dann ist der Ton plötzlich woanders oder weg. Deswegen muss er das natürlich so insgesamt am Tisch, ich mache es ja immer gern, die Aufnahmen im Sitzen. Wenn ein Schauspieler lieber im Stehen macht, geht das auch. Aber dadurch, dass wir ja fast den ganzen Tag arbeiten, ist das Sitzen eigentlich ganz schön. Und da hat der Herr Clarin tatsächlich immer richtig schön mitgemacht und dann auch viel mehr Huibus und kleine Laute zwischengesetzt, als der Autor das etwa vorgesehen hatte. Das war viel so spontan. Und das ist diese rostige Rasselkette. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster, manche sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Und dann kommt das rostige Rasselkette. Zurück in der Regie sprechen wir mit Heike Diene zu guter Letzt über die Arbeit zur Jubiläumsfolge Feuriges Auge. Nun kommt am 19. Juli die 200. und somit die große Jubiläumsfolge der drei Fragezeichen mit dem Namen Feuriges Auge. Diese Folge nimmt der Bezug auf Folge 5, der Fluch des Rubins. Auf was können sich die Hörer freuen? Also sie können sich erstmal auf sehr viel Hörspiel freuen. Das Ganze ist 5,5 Stunden lang geworden und bedeutet, dass wir als CDs da 4 CDs machen können. Und da auf eine Schallplatte, wir machen ja auch Schallplatten inzwischen wieder oder immer noch, wie man es will. Also speziell Schallplatten und da ja nicht mehr als 30 Minuten pro Seite rauf können, um die Qualität zu garantieren, sind das dann 6 Schallplatten. Und es kommt auch als MC auf dem Markt und das sind dann aber auch 4. Die verkraften ja die Länge. Also erstmal können Sie sich freuen auf 5,5 Stunden, dann auf eine wirklich spannende, schöne Geschichte, die so den Verlauf so nach Indien nachher immer wird immer interessanter. Das haben wir auch sehr schön mit der Musik, finde ich, alles schön angedeutet. Und eben ganz großartige Schauspieler sind dabei. Viele, viele, ich glaube, es kommen bestimmt 40 Rollen vor. Okay, und warum hat man sich für so eine XXL-Hörspielfolge entschieden? Ja, also das entscheidet auch schon der Verlag mit. Also wir machen es ja so, dass der Frank Verlag die Bücher verlegt und hat 6 oder 7 Autoren, glaube ich, die jeder ein Hörspiel im Jahr, nicht ein Hörspiel, ein Buch im Jahr spielen, schreiben. Ich bin natürlich immer sehr froh, wenn der Autor vielleicht auch schon gleich ein bisschen daran denkt, wie das dann als Hörspiel sein könnte. Das liegt nicht nur an uns allein, das wird dann einfach so befunden. Ich ging eigentlich auch ursprünglich davon aus, dass wir 3 Folgen machen, aber der Inhalt war so umfassend, dass man da auch nicht zu viel streichen wollte. Und naja, nun ist das mal was Neues. 200 ist ja auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Okay, und wie lange hat es gedauert, sowas zu produzieren und was war für Sie das Besondere daran? Also das Besondere war natürlich daran, dass wir einen, will nicht sagen gerade größeren Druck, aber doch irgendwie eine noch viel stärkere Verantwortung fühlen und sagen, Mensch, jetzt nach 40 Jahren und jetzt so ein Objekt, das muss ja wirklich tipptopp sitzen und machen. Und dann hat man wirklich noch extremer ausgesucht, wer mitmachen wird und wer mitmachen will. Viel Arbeit machen, die Geräuschevorbereitungen. Also wir haben doch insgesamt, bis es dann so auf dem Markt kommt, oder für uns ist es ja jetzt schon ausgeliefert, allerdings eben nur so rechtzeitig, weil die Schallplatten nicht so schnell gedruckt werden können. Ich würde mal sagen, es ist einfach eine mehr Verantwortung noch als bei allen anderen Sachen und auch eine große Freude dabei. Okay, und wie sieht die Nachbearbeitung aus? Wie lange sitzen Sie an der Mischung und am Einfügen der Geräusche? Und wie viele Personen hören sich das Resultat an, bevor es veröffentlicht wird?
Also es ist sehr, sehr viel länger sitzt man an Geräuschen und Geräuschevorbereitungen und Überspielungen und Zurechtmachen und Musik machen lassen oder auch Musiken aussuchen, die wir haben. Die haben wir natürlich auch eingebracht. Schöne Sachen von der ersten Zeit schon, insbesondere Orchestermusiken, die wir eben vor über 35 Jahren oder vor 40 Jahren schon in England, in London produziert haben. Die haben wir natürlich auch mit eingesetzt. Das dauert schon ganz schön lange. Also nur ein einziges Hörspiel. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade bei der 201, die wir jetzt schon anarbeiten. Wenn Sie da schon mal sehen, erstmal die ganzen Geräusche, die speziell in dem Stück vorkommen, sind hier schon, kann man gucken, schon mal drei fette Seiten voll, die nicht irgendwo im Archiv zu finden sind und schon gar nicht irgendwo in einem gekauften Archiv, was man ja nun auf CDs haben kann. Ich habe natürlich auch solche aus den USA gekauft, aber die sind alles solche Sachen. Und da sitzt eben insbesondere meine Hella von der Osten, sitzt dran am Vorbereiten und da sitzt sie bei einer Folge mindestens schon mal 10 Tage zusätzlich. Und dann kann man sich das ja vorstellen, das Ganze mal 4. Und dann kommen die Musikaufnahmen, werden ja parallel gemacht. Also wir haben auf jeden Fall die Anarbeitung vor über einem Jahr begonnen und sind dann vor, glaube ich 3 Wochen sind wir fertig geworden. Ein Ende ist nicht absehbar? Nee. Das wurden wir natürlich auch schon gefragt nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 25. Und auch wirklich keiner hätte sich das denken können. Das ist einfach ein Phänomen. Das ist nun mal das erfolgreichste Hörspiel der Welt. Und das gibt es das in der Form oder sowieso im Ausland ja gar nicht. Nur in der deutschsprachigen Bereich. Und nun wagt man gar nicht mehr zu sagen, noch 2 Jahre, noch 3 Jahre, noch 5 Jahre. Weil man kann global wohl sagen, solange wie das Publikum das noch mag, solange die Kinder sich freuen, die Kinder und die erwachsenen Kinder. Wobei ich immer betone, dass wir zwar auch gerne natürlich alle die mitbedienen wollen, die vor 30 Jahren und 35 Jahren schon große Fans waren, aber prinzipiell produzieren wir eigentlich genau wie vor 40 Jahren oder wie vor 30 Jahren für Kinder. Und das muss dann natürlich alles umfassen. Okay, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg, gratulieren Ihnen zur 200. Folge und nachträglich nochmal zum Geburtstag und Dankeschön für das Interview. Dankeschön, liebe Anna, hat Spaß gemacht. So, Kollegen, das war unser Interview mit der 3 Fragezeichen Hörspiellegende Heike Diene-Körting, die wir in Hamburg in ihrem Studio getroffen haben. Ab dem 19. Juli könnt ihr euch den Jubiläumsfall, die lang ersehnte 200. Folge der 3 Fragezeichen, das feurige Auge anhören und mitfühlen. Und wer die 3 Detektive live mitbekommen möchte, kann sich ab Oktober 2019 die Tour mit der Geschichte die 3 Fragezeichen und der dunkle Taipan ansehen. Wir wünschen euch jetzt schöne Ferien und sehen uns nach der Sommerpause wieder. Sonnige Grüße aus Rocky Beach, euer JuzTV-Team.